Hallo zusammen, heute ein bisschen später. Wir haben den 12. Juli, es ist 8:30 Uhr. Bei mir ist irgendwie ab 15 Uhr ist alles ausgefallen. Ich habe völlig einen Blindflug gemacht. Lediglich das Handy ging einigermaßen. Aber das geht erst wieder seit einer halben Stunde, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Scusi, scusi. Also, das ist der DAX. Hat er super gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ganz toll, wie der sich in den letzten 4 Tagen verhalten hat. Hat tatsächlich die 20-Tage-Linie. Hatte ich am Mittwoch darüber gesprochen, als Sprungbrett benutzt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der hier drüber geht. Das war die Linie, die das letzte Mal meinte, dass die 18.630. Da hat er, ich gehe mal kurz auf die Stunde. Dubadub. Da hat er also ein paar Stunden mit verbracht. Eins, zwei, drei und ist dann in der 4. Stunde drüber. Das war, wann war denn das? Ab 15 Uhr. Ja, das habe ich alles nicht mitgekriegt. Das ist immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Wieder zurück auf den Tag. Hat er super gemacht und momentan ist hier eigentlich nichts Besonderes außer dem All-Time-High. 18.900. Wir sind nicht zu hoch in der Technik. Der hat noch Platz. Der ist auch hier stabil. Also ich gebe dem alle Chancen. Ich habe auch die Scheine komplett angepasst. Und momentan ist für mich, wenn er fallen sollte, die 20-Tage-Linie weiterhin, wie hier und hier, die Unterstützung. Und die steigt jetzt momentan. Im Moment 18.300. Ich weiß nicht genau, wo sie am Montag liegen wird. Ich nehme an, so bei 18.325. Es war auffallend gestern. Die Amis sind gefallen, also vielmehr der Nasdaq ist gefallen und der DAX ist gestiegen. Das war von gestern das Sentiment. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das war über Stunden so. Es hat keiner an diese Bewegung hier geglaubt. Draufgehauen, draufgefixt, ja, Short gehen, hurra. Ja, kann doch nicht sein, dass der DAX steigt, wenn der Nasdaq fällt. Das hatten wir in den letzten Wochen vice versa. Also vor dem Hintergrund, guckt da immer. Im TraderFox ist es drin, ansonsten geht er auf die EUVAX. Das gibt es als Chart und es gibt es als Tacho. Ich mag den Tacho. Und das war hier über Stunden. Und daran konnte man messen, dass der DAX zumindest nicht runterkommt. Dass er jetzt so viel steigt, was er heute gemacht hat, 1,2%, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass es hier länger aufhält als nur 3 Stunden, aber egal wie. Und rein vom Chart her, wir haben über dem Band geschlossen. Hat er nur das All-Time-High, 18.900. Also, es hat er grandios gemacht und hat hier jederzeit noch das Potenzial weiterzugehen. Überhaupt keine Frage. Auch wenn ein größerer Teil heute auf die Siemens und die MTU ging, es war gut. Ich habe als einzige Position, nehme ich mit übers Wochenende Volkswagen, die habe ich gestern, glaube ich, gekauft, weil die bei mir so eine Art Boden bilden und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch mal wenigstens den Weg zu 112, 115, 120 irgendwo suchen. Ansonsten habe ich hier relativ wenig Bestand, weil mir sind die Wochenende momentan ein bisschen, ja, ein bisschen gefährlich, von wegen exogenen Einflüssen. Also ich finde, der hat die Chance, aber er muss, und wenn er das All-Time-High rausnimmt, dann ist es Uncharted Territories, dann kann der 500 Punkte steigen, 700 oder 1000. Das ist die für mich jetzt wichtige Unterstützung. 18.200. Da dürfte er jetzt also nicht drunter schließen. Dann kommt erst wieder die 17.945. Also ich bin überrascht, wie gut er das gemacht hat. Aber die Franzosen waren auch gut, Schweizer, war alles okay, Eurostoxx. So eine LVMH, die ist jetzt auch wieder von 684 auf 730 gestiegen. Ja. Also das war schon ein fieser Ausschüttler, aber es stabilisiert sich gut. Die Berichtssaison fängt an und ich weiß nicht genau, wann jetzt die erste größere Aktie da ist, aber die fängt an, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich habe die Scheine durchgerührt. Und zwar, ich habe alles Mögliche geändert. Dieser Call hier ist neu, 18.100er, näher dran. Liegt also unter dieser für mich sehr wichtigen Unterstützung jetzt. Ich habe den 18.000, was waren das, 800er Schein rausgenommen. Der war jetzt dann doch ein bisschen arg knapp. Ja, und habe den ersetzt durch 19.518er. Beide sind jetzt über 19.000. Ich habe kein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Ich muss einfach davon ausgehen, und das muss er auch machen, bis Mittwoch muss er ein neues High machen. Wenn er es nicht schafft bis Mittwoch, wird das hier alles wieder gestiegen sein. Dann muss man auch davon rechnen, dass er wieder ausatmet. Die Volumen sind für mich nicht besonders groß. Ich weiß auch nicht, inwieweit das jetzt echt Order unterstützt ist. Ab heute haben 6 Bundesländer Ferien. Also dann habe ich noch eins. Ich habe momentan so viele Schüler, ich muss hier eine Warteliste machen. Das geht nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr.
Ich habe mich da ein bisschen verrechnet. Ich dachte, wenn ich die Seminare rausmache und nur noch Einzelschüler habe, hätte ich mehr Zeit für mich. Das war irgendwie blöd. Habe ich nicht richtig durchdacht. Ich spiele mit dem Gedanken, doch noch mal ein Seminar zu machen, um gleich 10 Leute mal zu verwöhnen mit meiner Präsenz, sagen wir es mal so. Wenn ihr Interesse habt an sowas, ja, ich habe jetzt hier schon 4 Anfragen wieder und es wäre mir lieber, das als Seminar zu machen, aber die Leute müssen natürlich auch vom Wissensstand zueinander passen. Dann schreibt mir bitte eine Mail an info@schlegel-trading.com, wenn ihr da Interesse habt und dann gucke ich mal, ob ich im Juli, spätestens im August, dann doch nochmal ein Seminar mache, weil ich kann das mit den Einzelstunden, das halte ich so nicht durch auf Dauer. Das ist einfach zu viel. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.